Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Heute beschäftigen wir uns mit Rheologie von Elastomeren. Warum? Weil Elastomere sind ein sehr wichtiges Material, sie spielen eine große Rolle in vielen tribologischen Anwendungen. Zum Beispiel überall dort, wo große Haft- oder Gleitreibung gewünscht wird. Oder wo große Deformierbarkeit erforderlich ist, insbesondere bei Reifen, Schuhen, verschiedenen Beförderungseinrichtungen, bei Tastaturen oder ja, bei Dichtungen. Wir beschäftigen uns heute mit reiner Materialeigenschaft, mit der Rheologie, mit den Spannungs-, Dehnungseigenschaften von elastomeren Materialien. Und das liegt daran, hängt damit zusammen, dass man hat in den 60er Jahren festgestellt, dass die Reibungseigenschaften von Gummi und anderen Elastomeren sind sehr eng verbunden mit ihren rheologischen Eigenschaften. Dass die Reibeigenschaften entstehen dadurch, dass Material von Elastomeren im Volumen deformiert wird, die Rauheiten der Oberflächen, die im Kontakt mit Gummi sind, deformieren Gummi und dadurch entstehen die Reibverluste. Und diese Reibverluste, die entstehen innerhalb vom Material. Und deswegen sind die Reibeigenschaften direkt zurückzuführen auf Rheologie. Deswegen die Reihenfolge der Behandlung dieses Themas ist, dass wir zunächst uns der Rheologie widmen. Zu diesem Thema ist die heutige Vorlesung gewidmet. Und erst dann gehen wir zu den Reibeigenschaften von Elastomeren. Ja, die Haupteigenschaften von Elastomeren, es gibt zwei Eigenschaften. Die eine ist sehr kleiner Elastizitätsmodul. Also die festen Körper können wir nicht so mit Fingern deformieren, das können wir mit Gummi. Das Verhältnis der typischen Elastizitätsmodulen von Gummimaterialien verglichen mit den festen Körpern wie Stahl zum Beispiel oder andere Metalle, beträgt ungefähr 10 hoch 4, 10 hoch 5. Das heißt, es ist 10.000 bis 100.000 oder sogar mehr kleiner als der Elastizitätsmodul der festen Körper. Und die zweite Eigenschaft ist ihre große Deformierbarkeit. Ja, die festen Körper, Holz oder weiß auch immer, man kann dort keine große Deformation, mehr als Teile eines Prozentes oder 1% erreichen. Gummi kann man manchmal um das Zweifache oder mehr dehnen. Und diese beiden Eigenschaften hängen eng zusammen mit der inneren Struktur von diesen Materialien. Elastomere bestehen aus Polymermolekülen, langen Polymermolekülen, die innerhalb der Moleküle fest verbunden sind, aber zwischen den Molekülen wirken nur relativ schwache Wechselwirkungen. Ja, das heißt, das ist so eine Flüssigkeit von langen Molekülen. In einem thermodynamischen Gleichgewichtszustand sind diese Moleküle verknäuelt, im statistischen Knäuelzustand. Und wenn man an dieses Material Spannung anlegt, dann beginnen sich die Moleküle auseinander zu flechten und zu dehnen und dadurch entsteht die Deformation. Ja, das ist die Kraft, die ein langes Molekül zusammenzieht, die ist rein kinetischer Natur. Man kann sich jetzt eine Reihe von Menschen vorstellen, die zwischen zwei Menschen, die am Rande stehen, und wenn jetzt alle beginnen, sich zu bewegen, dann ist die Kette nicht mehr so lang gezogen, sondern die komprimiert, und ja, dadurch entsteht Elastizität. Ja, und
Diese Elektrizität ist von der gleichen Natur wie die von Gasen. Bei Gasen entstehen sie durch Bewegung und bei Elastomeren entstehen sie auch nur durch Bewegung dieser Moleküle. Und wenn man sozusagen in die Thermodynamik geht, dann stellt man fest, dass wenn man freie Energie eines Körpers betrachtet, das schreibe ich sogar hier an der Tafel, freie Energie bei gegebener Temperatur, die ich als F bezeichne, die ist laut thermodynamischen Gleichungen U minus T mal S, wobei T ist die absolute Temperatur. Das heißt, es gibt, und die ist zuständig für die mechanischen, elastischen Eigenschaften des Mediums, bei festen Körpern wie Metalle oder kovalente Verbindungen ist dieser Teil fast nicht vorhanden. Es sind energetische Materialien und bei Elastomeren ist dieses fast nicht vorhanden, sondern es ist reine Entropiematerialien. Ja, das, wie bei Gasen ist die Herkunft der Elastizität bei Elastomeren Entropie, letztendlich zurückzuführen auf die thermische Bewegung. Ja, damit ist zusammenhängend ist so dieser Riesenunterschied in den elastischen Moduls. Ja, jetzt, wie kann man elastomere Materialien charakterisieren? Ich habe schon erwähnt, sie können lange deformierte, große Deformationen aufweisen. Und bei großen Deformationen kann man natürlich Frage stellen, ob sie immer noch linear sind, geometrisch linear, materialmäßig linear. In unserer Abhandlung betrachten wir doch kleine Deformationen. Natürlich, Elastomere sind stark deformierbar. Reifengummi bei einem Auto, man sieht, wie es deformiert ist. Aber wenn man dort sozusagen misst die Deformation, dann ist sie trotzdem auch an den Punkten, wo die größte Deformation auftritt, nicht größer als 8%. 8% ist schon sehr große Deformation für feste Körper, aber verglichen mit 1, mit 100%, mit 1, ist es immer noch ein kleiner Betrag. Das heißt, wir werden annehmen, dass Deformationen klein sind und deswegen das Materialverhalten linear ist. In den technisch relevanten Bereichen ist es immer nicht linear. Man muss mal auch die Nichtlinearität berücksichtigen. Aber damit werden wir uns nicht befassen, weil auch lineares Verhalten von Elastomeren ist schon ausreichend kompliziert. Und ich muss sagen, dass auch in der Technik, wo die Eigenschaften von Elastomeren charakterisiert werden, betrachtet man sie de facto als linear-elastische Materialien, wobei man manchmal sagt, dass ihre Elastizitätseigenschaften von der Amplitude abhängen. Das ist natürlich so ein bisschen hybride Betrachtung, die nicht ganz konsequent ist. Aber alle versuchen, die Nichtlinearitäten zu vermeiden, weil Nichtlinearitäten machen die Mathematik sehr kompliziert. Jetzt, ich muss auch gleich sagen, dass in dieser Vorlesung wird es viel Mathematik geben. Selbst wenn wir lineare Materialien betrachten, und damit geht einher das Superpositionsprinzip. Wir können an diese Materialien Superpositionsprinzip anwenden. Wir können Lösungen als Summe von bekannten Lösungen darstellen. Ja, selbst dann gibt es schon ausreichend Mathematik. Ja, deswegen Nichtlineare lassen wir vollständig außer Betracht. So, wie kann man lineare vielleicht noch eine Bemerkung. Noch eine Eigenschaft von Elastomeren, die sie sehr stark von den normalen, elastischen, starren, nicht starren, festen Körpern unterscheidet, so wie ich immer nenne als Beispiele Metalle oder ionische Kristalle oder kovalente Kristalle, Keramiken, das ist die Viskosität. Elastomere sind viskoelastische Materialien. Es gibt innere Reibung und die ist verbunden und auch nicht sofortige Reaktion auf Spannung. Die ist auch die hat die gleiche Herkunft verursacht durch die Struktur.
Also wenn wir jetzt einen geknöllten Zustand von Molekülen haben und wir legen jetzt Spannung, ja, dann haben sie im ersten Moment noch keine Zeit, sich auseinanderzuflechten und das Ganze reagiert ziemlich steif. Also eigentlich, wenn wir das richtig schnell machen würden, dann reagiert es richtig steif, so wie Glas. Also dieses Verhalten kann man sehen, wenn man den Elastomer abkühlt. Wenn man einen Gummistab abkühlt im flüssigen Stickstoff, dann ist es so wie Glasscheibe, die Glasstab, er ist fest, steif und zerbricht wie ein Glasstab. Ja, das heißt, momentane Reaktion oder Reaktion bei sehr tiefer Temperatur, das ist dasselbe, ist mit großem Elastizitätsmodul verbunden. Aber wenn wir lange warten, dann flechten sie sich auseinander und ziehen sich und dann sehen wir diese große Deformation. Ja, das heißt, das ist jetzt zeitlich abhängiges Verhalten und das müssen wir jetzt alles irgendwie charakterisieren und es stellt sich heraus, dass es nicht allzu schwer ist, das zu charakterisieren. Wir können uns vorstellen, dass wir einen Gummiblock haben, der zum Beispiel an der unteren Fläche geklebt ist, eine feste, nicht bewegliche Fläche, und an der oberen ist so mit einer steifen Platte, an die Platte, und wir können jetzt diese Platte tangential verschieben. Wenn wir eine Deformation eingeführt haben, dann wird der Block nach der Deformation so aussehen. Ich nenne jetzt in dieser Vorlesung diesen Schubwinkel, bezeichne als Epsilon, obwohl das vielleicht keine gute Idee ist, das als Epsilon zu bezeichnen, weil Epsilon erinnert an die Komponenten des Deformationstensors. Das ist aber Schubwinkel. Ich bezeichne mit Epsilon den Schubwinkel. Die entsprechende Komponente des Deformationstensors ist zweifacher Schubwinkel. Das heißt, die Komponenten des Tensors sind 2 Epsilon. Aber wenn wir uns verstehen, dann ist es auch okay. Das ist Schubwinkel, den man bei anderen Gelegenheiten auch Gamma bezeichnet. Dafür, dass man das erzeugt, muss man hier Spannung anlegen. Ja, und jetzt stellen wir uns vor, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt t gleich 0 dieses Block schnell deformiert haben. Unendlich schnell. Sehr, sehr, sehr schnell. Wie gesagt, dann reagiert er mit sehr großem Elastizitätsmodul. Es entsteht große Spannung, aber danach beginnen sich diese Elastomerketten zu entflechten und bei gegebener Deformation wird die Spannung immer kleiner. Sie wird immer kleiner, sie wird aber nie null. Das heißt eigentlich, wenn das wirklich Flüssigkeit aus Molekülen gewesen wäre, wie natürliches Kautschuk, dann ist es Flüssigkeit, dann wird es eben irgendwann auseinanderfließen, wenn man konstante Spannung anlegt oder wenn man konstante Deformation einführt, dann wird die Spannung gegen Null streben. Aber in realen Elastomeren, die in Technik eingesetzt werden oder in Gummi, werden die Moleküle an einigen Stellen miteinander durch Schwefelbrücken verschweißt. Das heißt, Vulkanisation wurde irgendwann 1800, habe ich vergessen, in welchem Jahr, von Charles Goodyear erfunden und wird jetzt überall zur Herstellung von Reifen zum Beispiel und anderen Gummisorten, Gummiartikeln benutzt. Macht man viele Schwefelbrücken, hat man Hartgummi, hat man wenig Schwefelbrücke, hat man Weichgummi. Und man kann das auch noch füllen mit Partikeln. Zum Beispiel, wenn man mit Rust füllt, dann hat man einen schwarzes Gummi, so wie eben Reifen sind. Das ist gefüllter Gummi. Also, es geht von einer Spannung
ja, Sigma von 0 bis zu einer anderen Spannung Sigma von unendlich, also hier 0 und unendlich bedeuten Zeit, zum ersten Zeitmoment und zum unendlichen Zeitmoment. Und diese Achse ist die Spannung. Also die Spannung Sigma, das ist die Tangentialkomponente der Spannung, die wird auch mal Tau bezeichnet, aber hier in dieser Vorlesung nenne ich sie Sigma. Natürlich, das sehen wir, wenn wir zum ersten Moment eine bestimmte Deformation Epsilon 0 eingeführt haben. Wenn wir eine größere Deformation einführen, dann haben wir auch am Anfang und am Ende eine größere Spannung. Weil das ein lineares Material ist, haben wir vereinbart, und deswegen wird die Spannung bei sonstigen gleichen Bedingungen immer proportional zu der Dehnung. Wenn wir aber die Spannung durch die Dehnung dividieren, Sigma von P durch Epsilon 0, dann haben wir natürlich auch das Gleiche, weil Epsilon 0 konstant bleibt, haben wir das gleiche Verhalten, nur halt diese Kurve hängt nicht mehr von Epsilon 0 ab. Wir können beliebige Anfangsdeformationen einführen und es gibt immer, wenn jetzt das ein elastisches Material gewesen wäre, dann wäre die Spannung nicht von der Zeit abhängig, dann wäre die Spannung dividiert durch Epsilon 0 der Schubmodul, G-Modul. Auch in diesem Fall nennt man dieses Verhältnis Schubmodul, nur zeitabhängiger Schubmodul. Die Gummi, die elastomere Materialien haben einen zeitabhängigen Schubmodul. Der wird durch diese ganze Kurve charakterisiert, insbesondere durch den Anfangswert G von 0 und den Endwert G von unendlich. Es ist dieses, das habe ich jetzt so gezeichnet. In Wirklichkeit kann man das auf einem Bild gar nicht zeichnen, weil dieser Wert ist mindestens um 10.000 Mal kleiner als dieser Wert. Natürlich vorausgesetzt, dass man tatsächlich diesen Wert erreichen kann. Es ist sehr schwer, eine Einrichtung zu beschaffen, die wirklich sehr schnell, so schnell instantan eine Deformation einführen kann. Und je schneller man Deformation einführen muss, ja, deswegen desto teurer ist die ganze Anlage. Das heißt, in Wirklichkeit nimmt es eine bestimmte Zeit. Deswegen bei der langsamen Einführung landet man auch gleich irgendwo im Übergangsprozess. Aber bei sehr großen Zeit gibt es immer diesen endgültigen Schubmodul im thermodynamischen Gleichgewicht. Und dieser Schubmodul ist uns bekannt. Das ist, was wir als Weichenschubmodul von Gummi mit unseren Fingern fühlen können. Und was passiert, wenn wir nicht so beanspruchen, sondern mit einer komplizierteren Deformation? Oder umgekehrt, wenn wir Spannung als Funktion der Zeit ablegen? Also mechanische Eigenschaften, die sind immer durch Deformation und Spannung verbunden. Wenn wir bei beliebiger Deformation wissen, wie sich die Spannung entwickelt, oder bei beliebiger Spannung, wie sich die Deformation entwickelt, dann wissen wir alles über das Material. Weil makroskopisch, wenn wir das als Black Box betrachten, ist es nur an Eingang Deformation, Ausgang Spannung. Und das beschreibt vollständig mechanisches Verhalten dieses Objektes, dieses Materials. Ja, deswegen, wir wollten eigentlich nicht nur bei dieser Konstanten, sondern bei beliebiger Historie der Deformationen sehen, wie sich die Spannung entwickelt. Und es stellt sich heraus, dass wenn diese Kurve bekannt ist, dann ist das mechanische Verhalten vom Werkstoff eindeutig und vollständig charakterisiert. Das folgt aus den folgenden Überlegungen. Stellen wir uns vor, dass wir eine beliebige
Deformationsgeschichte haben. Es kann auch nach unten gehen. Ich habe nur einen Teil dieser beliebigen Deformationskurve gezeigt. Diese kann man immer als Superposition von kleinen Stufen, infinitesimal kleinen Stufen darstellen. Jetzt stellen wir uns vor, dass wir wissen wollen, wie groß ist die Spannung zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt t. Diese Spannung ist erzeugt durch diese Stufe, die hier begonnen hat, plus diese später begonnene Stufe und so weiter. Jetzt nehmen wir eine Stufe bei dem Zeitpunkt t' und die nächste ist t'. Strich plus dt Strich. Also dieses Intervall ist dt Strich. Und diese Höhe ist ja d Epsilon. Epsilon von t plus t Strich plus dt Strich minus Epsilon von t Strich. Das ist Epsilon bei diesem Zeitpunkt, das ist Epsilon bei diesem Zeitpunkt, das ist der Unterschied, den wir einfach als d Epsilon bezeichnen. Und das ist nichts anderes, jetzt wird ein bisschen chaotisch, aber man kann das noch verfolgen, wenn wir das durch dt dividieren und mit dt multiplizieren, dann haben wir Epsilon Strich dt Strich. Also Ableitung von Epsilon nach t multipliziert mit dem Zeitintervall. Das ist d Epsilon. Ja, natürlich, das ist nichts Neues, das ist ganz trivial, weil d Epsilon nach dt, das ist ja Epsilon Strich. Das ist d Epsilon nach dt, ist gleich d Epsilon nach dt. Das ist selbstverständlich. So, jetzt, wir wollen wissen, was ist die Spannung hier. Die infinitesimal kleine Spannung, die durch diese Stufe erzeugt wird, bei der Strich, ist gleich die Höhe der Stufe, also wenn wir jetzt diese Gleichung umschreiben, dann sieht sie so aus, Spannung ist zeitlich abhängige Modul multipliziert mit der Deformation, die wir eingeführt haben. Wenn die Deformation, die wir eingeführt haben, ist d Epsilon, diese, dann ist die Spannung, die erzeugt wurde, d Epsilon mal g von Zeit. Zeit ist aber die Zeit zwischen dem Zeitpunkt, wo die Deformation eingeführt wurde und dem Zeitpunkt, wo wir beobachten. Das heißt t minus t Strich. Oder beziehungsweise g von t minus t Strich, Epsilon Strich von t Strich, dt Strich. Ich habe jetzt d Epsilon hier explizit eingeführt. Wenn wir das integrieren über alle Stufen, und wir können natürlich integrieren nur von minus unendlich bis zu diesem Punkt. Alles, was danach passiert, das ist noch nicht passiert, das wird erst passieren. Dann haben wir Sigma von t ist gleich Integral von minus unendlich bis t, g von t minus t Strich, Epsilon Strich von t Strich, dt Strich. Also das ist reine Mathematik. Ja, wir haben Beliebiges durch diese Stufen ersetzt und dadurch sehen wir, dass wenn wir wissen, wie die Deformationstensor sich ändert, oder Schubwinkel ganz konkret hier, und wir kennen diese Funktion, den zeitlich abhängigen Schubmodul, dann kennen wir auch Sigma von t zu einem beliebigen Zeitpunkt.
Das heißt, das ist prinzipielle Lösung unserer mechanischen Aufgabe. So wird charakterisiert. Ein Elastomer wird vollständig, falls es linear ist, durch den zeitlich abhängigen Schubmodul charakterisiert. Das ist charakterisierungsmöglich Nummer 1. Aber sie ist nicht die einzige und auch nicht die, die man meistens benutzt. Um zu verstehen, wie man welche andere Möglichkeiten gibt, also muss man einfach überlegen, was ist schlecht daran? Das ist zwar eindeutig, aber das ist Integralgleichung. Ja. Wenn man, sehr oft gibt es periodische Belastungen. Ja. Wenn Gummi an einer Oberfläche gleitet, dann ist die Oberfläche rau und die ist zwar nicht periodisch, könnte auch periodisch sein, aber selbst wenn sie nicht periodisch, dann besteht sie aus periodischen. Man kann Fourier-Reihe machen und sie besteht aus periodischen Komponenten. Und deswegen, man kann die Reaktion zum Beispiel als Summe von Reaktionen auf periodische Belastung betrachten. Ja, deswegen betrachten wir jetzt periodische Belastung. Vorausgesetzt, dass Epsilon von T, oder meinetwegen auch der Strich gleich, ist gleich Epsilon 0, ja, Sinus oder Cosinus, Cosinus Omega T. Also im Prinzip, ich schlage vor, einfach ein konkretes Beispiel zu betrachten. Wenn Epsilon von T diese periodisch ist, dann setzen wir das hier rein und bekommen, wie die Spannung sich entwickelt. Aber der Hintergedanke ist, dass jede beliebige Deformation besteht aus solchen Fourier-Komponenten. Deswegen, wenn wir das für eine Komponente betrachtet haben, dann kann man das durch die Präposition auch aus anderen Komponenten zusammensetzen. Und jetzt kommt der Punkt. Ja, ich muss jetzt auch gleich sagen, dass bei periodischen Anregungen, alles was mit Schwingungslehre oder periodischen Anregungen oder Rheologie zu tun hat, das macht man am besten mit komplexen Exponenten, Exponentialfunktionen. Es gibt natürlich Menschen, die komplexe Zahlen nicht mögen und bevorzugen, alles mit reellen Zahlen zu machen. Das kann man. Es ist nicht so, dass man das nicht kann. Natürlich, das ist jetzt eine reelle Funktion, das kann man hier einsetzen, das kann man integrieren, dann hat man auch Ergebnis. Aber es macht vieles sehr viel einfacher, wenn man mit komplexen Zahlen macht. Und das geht so. In allen Zweigen der Steuerungstechnik oder der Theorie von Steuerung oder von Schwingungen. Ja? Man setzt Cosinus Omega T als E hoch I Omega T plus E hoch minus I Omega T. Halber. Das ist die Eulersche Gleichung und I ist die imaginäre Einheit. I Quadrat ist gleich minus 1. Weil das eine Summe ist, deswegen die Reaktion auf diese Deformation ist gleich der Summe der Reaktionen auf diese und diese Deformation. Natürlich, komplexe Deformation kann man nicht erzeugen, aber man kann sie mindestens an der Tafel schreiben, man kann sie integral einsetzen, man kann berechnen. Ja, deswegen, wir gucken jetzt einfach, ich mache jetzt, hier steht zwar Epsilon 0 E hoch I Omega T, aber ich betrachte jetzt eine gesonderte Aufgabe und schreibe das Epsilon von T Strich. Ah, übrigens, wenn hier der Strich ist, dann muss hier auch der Strich stehen und hier. Das ist einfach die Zeitvariable, die man als T oder als der Strich bezeichnet, aber weil hier sie mit der Strich ist, deswegen schreibe ich auch gleich mit der Strich. Also, Epsilon, ich betrachte das als
naja, Epsilon, sagen wir das, mal E hoch I Omega T. Und jetzt frage ich, wie reagiert das Material auf diese periodische Anregung? Das ist natürlich eine periodische Funktion, auch wenn komplexe periodische Funktion. Dafür setze ich diese Gleichung hier ein. Und ich bekomme, ja, vielleicht setze ich hier ein, Sigma von T, jetzt nicht beliebige, sondern für diese Deformation, ist gleich Integral von minus unendlich bis T, G von T minus T Strich. Und jetzt hier steht Ableitung. Das ist die Funktion selbst, ihre Ableitung. Ja, das Einfachste, was es in dieser Welt gibt, ist Ableitung einer Exponentialfunktion. Das ist wieder Exponentialfunktion und die innere Ableitung ergibt I Omega, also I Omega E hoch I Omega T Strich. Das wird jetzt hier eingesetzt. Und jetzt dürfen wir überlegen, ob wir das nicht irgendwie ein bisschen vereinfachen. Zunächst mal alle Konstanten kann man natürlich rausholen aus dem Integral. Und im Rest würde ich diese Variable als neue Variable einführen. Also t minus t Strich soll jetzt xi sein und t Strich, über die integriert wird. Das ist t minus xi. Und dt Strich ist gleich minus d xi. Und t ist übrigens Konstante. Ja? Das heißt, in dieser Integration wird über t Strich integriert. Und t bleibt konstant. Das ist diese äußere t und die obere Grenze. Das heißt, wenn wir das jetzt ableiten, dann haben wir dt Strich gleich minus d xi. Und jetzt, wenn t Strich sich von minus unendlich bis t ändert, dann ändert sich xi, wenn hier minus unendlich ist, dann ist es unendlich. Und wenn t Strich gleich t ist, dann ist es 0. Also Integral von unendlich bis 0 von hier t Strich t minus xi. I Omega T minus Xi G von Xi und minus D Xi. Also hier minus und D Xi. Okay. E hoch I Omega T kann man rausholen. Was bleibt? Ja, dann die Grenzen kann man umstellen. Bei der Umstellung von Grenzen ändert sich das Vorzeichen. Das heißt, das Vorzeichen, das jetzt Minus ist, wird zu Plus. Wir können schreiben, Integral von 0 bis unendlich, aber jetzt mit Plus. G von Xi E hoch Minus I Omega Xi D Xi. Und der restliche Schritt, ich erinnere mich, was das war eigentlich Sigma von T, ist gleich Epsilon E hoch I Omega T mal G von Omega. Was habe ich als G von Omega? Alles außer Epsilon Dach E hoch I Omega T, alles andere habe ich als G von Omega bezeichnet. G von Omega ist gleich I Omega Integral von 0 bis unendlich G von Xi
e hoch minus i omega xi de xi. Ja, was hat man damit gewonnen? Warum ist es schön, die komplexen Exponenten zu benutzen? Das sieht man aus diesem Ergebnis. Weil Epsilon e hoch i omega t, das ist ja nichts anderes als Deformation. Natürlich diese spezielle Deformation, die wir betrachten. Ja? Naja, so von T. Das ist eine sehr einfache Gleichung. Die sagt, dass die Spannung für diese spezielle Anregung komplexe. Die Spannung ist gleich Deformation mal eine Konstante. Wenn wir es mit einem elastischen Körper zu tun hätten, dann hätten wir gesagt, dass es linear elastischer Körper ist mit dem Schubmodul G. Und diese Größe wird auch tatsächlich so genannt. Das ist Schubmodul, der allerdings jetzt von der Frequenz abhängt. Weil jetzt, das ist eine Anregung mit der Frequenz Omega. Deswegen, das ist jetzt ein komplexer, frequenzabhängiger Schubmodul. Komplexer nicht, weil er sehr kompliziert ist, sondern weil eine komplexe Zahl ist. Hier gibt es imaginär, hier ist Einheit, hier gibt es imaginär. Der ganze Ausdruck ist eine komplexe Zahl. Er hat reelle Teile und imaginäre Teile. Deswegen ist es frequenzabhängiger Schubmodul. Frequenzabhängiger, komplexer Schubmodul. Ja, und die Einfachheit ist, dass es jetzt keine Integralgleichung ist, sondern ganz normale Hooke'sche Gleichung. Spannung ist Deformation mal Schubmodul. Natürlich, sie gilt nur, nur für diese Epsilon, die diese Form hat. So, wie geht man damit um? Aber bevor wir untersuchen, wie man damit umgeht, möchte ich von dieser Größe noch ein bisschen mehr erzählen. Also, weil das eine komplexe Größe ist, deswegen kann man das auch explizit schreiben, damit wir das nicht vergessen. Komplexe Schubmodul. Der hat G' von Omega plus IG2' von Omega. Jede komplexe Zahl hat reelle Zahl und imaginäre, kann in Form reelle Zahl plus i mal imaginäre Teil geschrieben werden. Der reelle Teil heißt Speichermodul. Und dieser imaginäre, das ist reelle, das imaginäre Teil heißt Verlustmodul. Wenn man in einer Rheologiefirma ist oder bei einem Reifenhersteller und da diskutiert man über die Eigenschaften, dann fliegen herum diese Begriffe Verlustmodul, Speichermodul. Nicht alle wissen, was sie dabei meinen, aber sie meinen reellen Teil des komplexen G-Moduls und imaginären Teil. Ja, warum sie so heißen, das ist eine gute Frage, die wir gleich untersuchen werden. Aber zunächst noch ein bisschen von den Eigenschaften. Übrigens, diese Strich und Zweistrich sind keine Ableitungen. Das sind einfach Bezeichnungen. G' ist reeller Teil, G2' ist imaginärer Teil. Es ist keine Ableitung irgendwie nach Omega, weil wir manchmal Striche auch als Ableitung, aber zum Beispiel dt' ist auch keine Ableitung. Wir benutzen Strich mal als Ableitung, mal einfach als eine Bezeichnung. Also, welche Eigenschaften haben die Speichermodule und Verlustmodule? Das kann man sehen, von der
von der Definition. Und zwar von der Definition. Ich gehe nochmal zur Definition des komplexen Schubmoduls. Das ist diese Gleichung, die hier in diesem Rahmen steht. Und man kann an dieser Gleichung sehen, dass sie folgende Eigenschaft hat. Hier gibt es imaginäre Einheit und Frequenz, und die treten nicht alleine, sondern immer in dieser Kombination. I mal Omega. Hier I mal Omega und hier I mal Omega. Übrigens, bei komplexen Zahlen, positive Frequenz und negative Frequenz sind verschieden. Deswegen zum Beispiel G von minus Omega, das ist dasselbe, wo man minus Omega und minus Omega setzt. Ja? Aber jetzt ist, das ist genau, was ich untersuchen möchte. G von minus Omega ist diese Gleichung, wo man anstelle von Omega minus Omega setzt. Aber anstelle minus bei Omega zu setzen, kann man minus bei I setzen. Weil I und Omega kommen immer als Produkt. Deswegen, es ist egal. Man kann stattdessen G von Omega nehmen, aber bei I das Vorzeichen ändern. Und das Ändern des Vorzeichen bei I ist komplexe Konjugation, die ich mit Stern bezeichne. Wenn man bei I das Vorzeichen ändert, dann ändert sich das Vorzeichen des gesamten imaginären Teils. Und das heißt komplex konjugierte. Diese Größe und dieselbe mit minus I heißt sozusagen komplexe Zahl und ihre konjugierte. Diese Konjugation wird, das heißt, man kann entweder bei Omega das Vorzeichen ändern oder komplexe Konjugation durchführen und das ist dasselbe. So. Wenn wir jetzt diese Definition nehmen und hier einsetzen, das bedeutet, dass G' von minus Omega plus IG2' von minus Omega ist gleich, dasselbe nur mit minus bei I, G' von Omega minus IG2' von Omega. Und weil zwei komplexe Zahlen sind dann gleich, wenn ihre reelle Zahlen Teile gleich sind und ihre imaginäre Teile gleich sind, deswegen ist dieser reelle Teil gleich, G' von minus Omega ist gleich G' von Omega und G2' von minus Omega ist gleich minus G2' von Omega. Das heißt, Speichermodul ist eine gerade Funktion von Omega und Imaginärmodul ist eine ungerade Funktion von Omega. Das haben wir jetzt, diese zwei Gleichungen haben wir jetzt hergeleitet. Das werden wir in weiteren Berechnungen benutzen. Warum Speichermodul? Warum Verlustmodul? Jetzt möchte ich auf diese Begrifflichkeiten eingehen und erklären. Ich betrachte zunächst den Verlustmodul. Und damit zeige ich gleich, wie man mit diesen komplexen Modulen und Schwingen umspringt, wie man sie behandelt. Betrachten wir eine Deformation, ja, so wie wir es vorgenommen haben, Cosinus Omega T. Das heißt, Epsilon 0 halbe I Omega T plus E hoch minus I Omega T. Es wird periodisch deformiert mit der Amplitude Epsilon 0. Können wir herausfinden, was für Spannung kommt? Ja, um die Spannung zu berechnen, brauchen wir ja Epsilon Strich. Ja, das heißt, wir nehmen Epsilon Strich oder sogar nicht. Nee. Naja, also nicht das. Nein. Also natürlich Spannung können wir auch. Das ist Epsilon von T
Und Spannung von T wird so berechnet. Man fragt sich zunächst mal, welche Spannung wird durch diese oszillierende Deformation hervorgerufen? Das ist dort oben rechts geschrieben. Das ist einfach Epsilon 0 halbe E I Omega T mal G von Omega. Ja, die Formel, die wir bekommen haben, die lautet, dass Spannung ist einfach die Dehnung multipliziert mit dem G-Modul. Und welche Spannung wird durch diesen Term erzeugt? Epsilon 0 halbe E hoch minus I Omega T mal G von minus Omega. Oder G Stern von Omega. Laut dieser Gleichung ist es dasselbe. Und wie groß sind die Energieverluste in dem Material? Wenn wir einfach eine Kraft und eine Verschiebung haben, dann ist die Leistung dieser Kraft gleich Produkt aus der Kraft mal Geschwindigkeit. Und wenn wir Volumen haben und Spannungen und Dehnungen, dann ist die Leistung, die dissipierte Energie pro Volumen und pro Zeit, Leistung pro Volumeneinheit, die ich als P bezeichne, P ist Leistung, Dissipationsleistung pro Volumeneinheit. Die wird definiert als Sigma mal Epsilon Punkt. Also das ist dasselbe wie Kraft mal Geschwindigkeit, nur bezogen auf die Flächen und die Längen und so weiter. Wenn man das so ein bisschen überlegt, dann kommt man von Kraft mal Geschwindigkeit zu dieser Gleichung. Dann sieht man, dass dies ist Verluste in einem Einheitsvolumen. Und wenn es periodisch ist, dann kann man auch die mittlere Energiedissipation in einer Periode berechnen. Dafür muss man das über eine Periode mitteln. Das ist mittlerer Energieverlust. Oder so. So, das heißt, um die Energieverluste zu bekommen, ich erinnere, ich möchte jetzt erklären, warum Verlust Modul ist, deswegen betrachte ich Verluste, muss ich Sigma mit der zeitlichen Ableitung multiplizieren und das über eine Periode mitteln. Hier habe ich schon die Sigma und die zeitliche Ableitung, die wollte ich schon mal schreiben, aber dann habe das doch nicht gemacht. Das muss ich noch berechnen. Das muss ich nach Zeit ableiten. Ableitung der Exponentialfunktion ist ganz einfach. Es ist die Exponentialfunktion selbst multipliziert mit der inneren Ableitung I Omega und hier minus I Omega. Ja, das ist Epsilon Punkt. Jetzt können wir die Spannung mit der Dehnung, mit der Dehnungsgeschwindigkeit multiplizieren. Ich unterstreiche einfach diese zwei Gleichungen, aber ich schreibe sie nicht jetzt nochmal, um Platz zu sparen. Sie sind hier gut sichtbar und wir können überlegen, was wir damit machen. Dieses Produkt ist Produkt aus diesem Glied mit diesem, von diesem mit diesem, plus dieses mit diesem, plus dieses mit diesem. Vier Stück, so wie man Klammern öffnet. Und danach müssen wir über eine Periode summieren, mitteln. Wenn man das damit multipliziert, dann hat man abgesehen von verschiedenen Konstanten E hoch I Omega T mal E hoch I Omega T. E hoch I Omega T
Mal E hoch I Omega T ist E hoch 2 I Omega T. Mittelwert über eine Periode ist 0. Weil E hoch I Omega T, das ist nach der Eulerschen Gleichung Cosinus von 2 Omega T plus I Sinus 2 Omega T. Und das sind alle beide Funktionen mit dem Mittelwert 0. Deswegen ist auch Mittelwert von 2 I Omega T 0. Das heißt, wenn wir diese 2 multiplizieren, dann kriegen wir 0. Wenn wir diese 2 multiplizieren, dann kriegen wir E hoch minus 2 I Omega T. Und der Mittelwert ist auch 0. Wenn wir dieses mit diesem multiplizieren, dann kriegen wir E hoch I Omega T mal E hoch minus I Omega T. Und das ist E hoch 0. Das heißt 1. Mittelwert von 1 ist natürlich 1. Dieses Glied schreiben wir, das ist dieses mal dieses, Epsilon 0 Quadrat durch 4. E hoch I Omega T mit E hoch minus I Omega T haben sich aufgehoben. I Omega minus und G von Omega. Das ist Ergebnis des Produktes. Und wir brauchen das nicht mal zu mitteln, weil das ist eine Konstante, Mittelwert eine Konstante, ist diese Konstante. Und wenn wir dieses mit diesem multiplizieren, dann haben wir E hoch minus I Omega T mal E hoch I Omega T. Das ist auch eine 1 plus Epsilon 0 Quadrat durch 4 I Omega G Omega Stern. Ja, hoffentlich war das richtig, aber das werden wir auch gleich sehen. So, jetzt können wir natürlich schreiben, wir können auf verschiedene Weise, ja, okay, wir schreiben das ausführlich. G von Omega schreiben wir in der Form G' plus I G2' und dann haben wir minus, ja, Epsilon 0 Quadrat durch 4 und Omega werde ich rausholen und dann gibt es hier minus I G Strich plus I G 2 Strich plus I G Strich minus I G 2 Strich. Weil das ist komplex konjugiert, deswegen minus I. Jetzt, wenn wir diese Klammer öffnen, mache ich unten, das ist minus I G' I mal I ist minus 1, das heißt minus wiederum G2' I G' I mal I plus, I mal I ist minus und minus plus G2' I G' und minus I G' heben sich auf. I mal I ist minus, aber hier ist auch minus, deswegen hier plus. Ja. So, und das sind 2 G2'. Also Epsilon 0 Quadrat halbe Omega G 2 Strich von Omega. Das ist die Leistung, Dissipationsleistung, das heißt Verluste der Energie in einem Einheitsvolumen pro Einheitszeit. Und wovon hängen diese Verluste ab? Ausschließlich von G 2 Strich. Deswegen Verlustmodul. Er und er alleine bestimmt, wie viel Energie bei einer vorgegebenen Deformation mit Frequenz Omega in diesem Material verloren geht. Ja, wie kann man diese Größen messen? Ja, man muss natürlich jetzt
Wie charakterisiert man nun tatsächlich diese Materialien? Man charakterisiert sie meistens, indem man diese zwei Module angibt. Das heißt, man deformiert mit einer Frequenz und bestimmt diese zwei Module, man deformiert mit anderer Frequenz und bestimmt diese zwei Module, und so bekommt man G' von Omega und G2' von Omega. Und weil sie auch von der Temperatur abhängen, auch bei verschiedenen Temperaturen, ja, und das damit ist dann das Material charakterisiert. Ja, wie kann man sie, aus welchem Experiment kann man sie extrahieren? Das können wir verstehen, wenn wir versuchen, einfach mal hier zu gucken. Ja. Also natürlich, Sigma, ich habe jetzt das nicht hier nicht weiter geschrieben, aber das können wir noch ein bisschen weiter. G von Omega können wir als G' plus IG 2' darstellen und hier entsprechend mit Minus. Also dann wird es sein Epsilon 0 halbe E I Omega T G' plus IG 2' plus Epsilon 0 halbe E hoch minus I Omega T G' minus IG 2'. Ja, übrigens, ist es nicht komisch, dass hier als Spannung ein komplexer Ausdruck steht? Die Deformation ist ja reell. Man kann sie zwar so darstellen, aber es ist eine reelle Funktion. Und Spannung sollte eigentlich auch eine reelle Funktion sein. Andere reale Größen gibt es ja nicht. Ist es sicher, dass hier zum Beispiel tatsächlich wir mit einer reellen Funktion zu tun haben? Ja, das ist wirklich sicher, weil dieser Ausdruck und dieser Ausdruck unterscheiden sich ausschließlich durch die Änderung des Vorzeichens bei I. Hier gibt es I und hier gibt es I und hier gibt es minus I und minus I. Das heißt, dieser gesamte Ausdruck ist komplex konjugiert zu diesem gesamten Ausdruck. Und wenn man eine komplexe Zahl mit komplex konjugierter, mit minus hier summiert, dann kriegt man immer reelle Zahlen. Das heißt, auch ohne zu wissen, wie jetzt G' und G2' tatsächlich aussehen, können wir sagen, dass Spannung schon immer eine reelle Funktion sein wird. Und was genau für eine Funktion, das können wir auch verstehen, indem wir jetzt trennen reellen Teil und imaginären Teil. Reeller Teil ist G' und hier Epsilon I Omega T plus E hoch minus I Omega T. Halbe, das ist Cosinus Omega T. Und I und G, ja, E hoch I Omega T minus I Omega T. E hoch I Omega T minus E hoch minus I Omega T. Ja, das ist hier minus. Halbe, das ist Sinus. Und weil hier noch I G 2' steht, dann haben wir ja, I-Sinus. Ja, I-Sinus. I-Sinus. E hoch I-Omega-T minus E hoch minus I-Omega-T ist gleich. Dieses ist Cosinus Omega T plus I Sinus Omega T, das ist jetzt Cosinus Omega T minus I Sinus Omega T. Und wenn man das eine von dem anderen abzieht, dann gehen diese weg und hier haben wir 2 I Sinus Omega T. Das heißt, es ist 2 I, aber weil hier auch noch I steht, haben wir minus G2' Sinus Omega T. Ja,
wenn es keinen Verlustmodul gibt, das heißt, wir rein elastischen Körper haben, dann, ja, dann ist es einfach, Deformation ist gleich gestrichen mal Kohäsionsomega T, aber ansonsten ist es phasenverschoben. Die Spannung folgt nicht ganz genau der Deformation, sondern ist ein bisschen verschoben. Ja, wenn man jetzt, das ist die Spannung, ja. Ja, wenn man jetzt Deformation, nee. Und Spannung, die durch diese Gleichung, das ist Spannung und das ist Deformation, also Epsilon Cosinus Omega T und dieses hier übrigens Epsilon 0 halbe, habe ich nicht, oh, Epsilon 0 habe ich vergessen. Wenn man die parametrisch plottet, das heißt betrachtet, wie Sigma von Epsilon sich ändern, wenn man die Zeit ändert, dann sieht man solche Abhängigkeit. Das heißt, das ist jetzt nicht eine Kurve, sondern bei der Bewegung geht es nach in eine Richtung, eine Kurve in die andere Richtung, in die andere Kurve. Es gibt Hysterese und das Gebiet, das eingeschlossen ist, das sind die Energieverluste. Und man kann einfach zeigen, dass diese Strecke ist proportional zum Energieverlust, zum G2'. Und die Steigung, die ist proportional zu G'. Natürlich, wenn jetzt G2' 0 wäre, dann hätten wir nur G', dann hätten wir nur diese schräge Linie, das Hooke'sche normale, Hooke'sche Gesetz. Das heißt, wenn man G von Epsilon misst und auf diesem Diagramm plottet, dann kann man von diesem Diagramm G' und G2' ablesen. Das macht man bei einer Frequenz, zweiter Frequenz, dritter Frequenz und so bekommt man das ganze Material frequenzabhängig charakterisiert. Ja, das ist sozusagen die Grundlage, wie man die Rheologie von Gumi behandelt. Aber jetzt kommt noch eine interessante Überlegung, sehr wichtig für die Rheologie von Gumi. Die ist damit verbunden, dass mechanische Eigenschaft der Rheologie von Gumi sehr stark von der Temperatur abhängt. Wir haben ja verstanden, dass diese Relaxation der Spannung zum Beispiel ist mit Auseinanderflechten von Molekülen verbunden. Aber dieses Auseinanderflechten ist thermisch aktivierter Prozess. Man muss kleine lokale Maxima, potenzielle Maxima überwinden, um von einer Konfiguration zur anderen zu kommen. Bei höheren Temperaturen geht es viel schneller, bei kleineren Temperaturen geht es gar nicht. Wenn man tief gefroren ist, dann gibt es dieses Auseinanderflächen überhaupt nicht. Und bei hoher Temperatur geht es schnell. Deswegen hängen die mechanischen Eigenschaften extrem stark von der Temperatur ab. Ja, und das ist jetzt das nächste Thema. Wie kriegt man hin die Temperatur? Ja, das geschieht auf die folgende Weise. Man kann Folgendes bemerken. Oder vielleicht bevor ich zu der Temperatur übergehe, vielleicht sogar bevor ich zur Temperatur übergehe, machen wir gleich mit der Temperatur und rheologische Modelle füge ich dann später hinzu. Jetzt, wir haben gesagt, G-Modul hängt von der Frequenz ab. Ja, in Wirklichkeit
alle Funktionen, die irgendwas beschreiben, die müssen irgendwelche physikalischen Varianten, Größen beschreiben, die müssen von dimensionslosen Parametern abhängen. Omega ist kein dimensionsloser Parameter, deswegen es kann auch kein Argument einer Funktion sein, welche physikalische Größen invariant beschreibt. Damit man invariante Größe kriegt, muss man Omega, das ist 1 durch Zeit, mit Zeit multiplizieren. Das heißt, Argument von G von Omega sollte eigentlich sein, irgendwie G von Omega Tau. Ja, das muss ich als eine andere Funktion beschreiben, wobei Tau eine Zeit ist. Weil wenn wir in anderen Einheiten messen, dann gibt uns diese Funktion was völlig anderes. Diese Funktion ist invariant zu der beliebigen Änderung der Zeiteinheit, weil Omega und Tau ändern sich entgegengesetzt und ihr Produkt bleibt gleich, egal welche Einheit man nimmt. Ja, das heißt, eigentlich sollte das so aussehen und man kann sich fragen, was ist denn diese Tau? Ja, deswegen wollte ich rheologische Modelle jetzt ein bisschen vorziehen, aber das habe ich jetzt nicht gemacht, weil man kann sehen, dass dort ja sozusagen die Relaxationszeiten gibt. Ja. Man kann verstehen, dass diese Tau ist nichts anderes als diese Relaxationszeit des Netzwerkes, von dem wir gerade gesprochen haben. Wenn Relaxationszeit kleiner ist, dann geht es mit größeren Frequenzen, weil die charakteristische Zeit ist. Und dann bleibt dieses Produkt erhalten. Das heißt, physikalischer Hintergrund von diesem Argument ist, dass Tau ist die charakteristische Relaxationszeit in dem Netzwerk. Und die Relaxationszeit, haben wir gesagt, gerade hängt von der Temperatur ab, weil die durch diese ganze Umstrukturierung, Relaxation durch die thermische Aktivierung beeinflusst ist, nach dem Boltzmannschen Faktor, Exponentialfaktor. Ja, deswegen, man kann schreiben, dass es Tau von T ist, Omega mal Tau von T. Das ist das so soll physikalisch sinnvolle Invariante zu der beliebigen Wahl der Zeiteinheit Funktion aussehen. Und wenn es so ist, dann kann man daraus interessante Schlussfolgerungen ziehen. Natürlich, das ist zunächst mal eine Hypothese, weil auch etwas kompliziertere Funktionen man kann sich einfach mehrere dimensionslose Parameter vorstellen. Wenn es nur einen dimensionslosen Parameter gibt, dann kann es nur Omega Tau sein, wobei Tau eine charakteristische Zeit. Dann gibt es keine andere Wahl. Ja, wenn es so ist, dann gibt es interessante Schlussfolgerungen daraus. Und zwar stellen wir uns vor, dass wir jetzt, sagen wir, G' den Speichermodul, als Funktion von Logarithmus, natürliches oder dezimales, egal, von Omega Tau dargestellt haben. Ja, dann ist es, man kann das leicht schreiben, G' und Omega Tau ist E hoch Logarithmus von Omega Tau.
Ja, wenn ich jetzt die Superposition aus der Funktion Gestrich und Exponentialfunktion als eine neue Funktion bezeichne, dann ist es einfach Funktion von Logarithmus von Omega Tau. Und das wird so aussehen, wie wir gesehen haben. Jetzt stellen wir uns vor, dass wir Gestrich als Funktion von Logarithmus von Omega darstellen. Das heißt, wir wählen irgendwelche Zeiteinheit, dadurch bestimmen sich die Frequenzen und wir stellen da den Speichermodul als Funktion von Omega. In Wirklichkeit, wenn es von Omega Tau gewesen wäre, dann wäre es diese Funktion. Wenn es von Omega ist, dann ist also dieses Argument ist eigentlich Logarithmus von Omega plus Logarithmus von Tau von T. Weil Logarithmus als Produkt ist Summe von Logarithmen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt nur Funktion von Omega darstellen, dann unterscheidet sich von diesem Argument durch Verschiebung um Logarithmus von Tau. Das heißt, wenn wir diese Funktion jetzt bei verschiedenen Temperaturen als Logarithmus von Tau, Omega Tau darstellen, das ist immer die gleiche Funktion. Wenn wir aber diese Funktion als Logarithmus von Omega darstellen, dann ist es die gleiche Funktion, die aber bei verschiedenen Temperaturen um verschiedene Logarithmus von Tau verschoben ist. Das heißt, bei verschiedenen Temperaturen wird es dann ja verschieden verschoben, horizontal entlang der Logarithmus Omega Achse verschobene Kurve sein. Und damit verbunden gibt es das sogenannte Masterkornverfahren. Das Masterkornverfahren sieht so aus. Stellen wir uns vor, dass wir bestimmtes Frequenzintervall nehmen, weil man kann ja nicht bei beliebigen Frequenzen messen. Man kann auch nicht bei beliebigen Zeiten messen. Einfach zu hohe Frequenzen, dafür braucht man zu steife Maschinen, leichte und steife und zu kleine Frequenzen brauchen einfach lange Experimentzeit. Deswegen, man nimmt ein bequemes Frequenzfenster und dann misst man Gestrich als Funktion von Logarithmus der Frequenz zunächst mal bei einer Temperatur, dann bei der anderen Temperatur, dann bei der dritten Temperatur und bei der vierten Temperatur und so weiter. Nur im Rahmen dieses Fensters. Nach unserer Hypothese, die sich jetzt bis hierher hinzieht, sind aber diese Kurven dieselbe Kurve, die nur entlang der Logarithmus Omega verschoben sind. Das heißt, man kann versuchen, diese Kurve zum Beispiel so nach rechts zu verschieben, dass sie hierher kommt. Die nächste Kurve, naja, und also die verschiebt man ja so. Die nächste Kurve, wenn man diese weiter verschiebt, dann kommt dieser Punkt hierher und so weiter. Das heißt, wir können jetzt alle diese Kurven nach links oder nach rechts verschieben, so dass sie auf eine einzelne Kurve zusammenfallen. Und diese Kurve gibt uns Auskunft über das Verhalten des G-Moduls als Funktion der Frequenz und der Temperatur, weil wir wissen, wie weit wir diese Kurve verschieben müssen, um die Abhängigkeit bei verschiedenen Temperaturen zu bekommen. Diese eine Kurve, die man durch Verschiebung von allen Kurven gemessen bei verschiedenen Temperaturen bekommt, heißt Masterkurve.
Diese Masterkurve wird normiert auf eine bestimmte Temperatur. Man nimmt eine Temperatur und verschiebt alles zu dieser Temperatur. Aber man weiß, wie man dann diese eine Kurve verschieben muss, um auch alle anderen Temperaturen zu bekommen. Das heißt, durch Anwendung dieses Masterkurvenverfahrens kriegt man eine Abhängigkeit des G-Moduls. Und das gilt sowohl für den Speichermodul als auch für den Verlustmodul. Es tut mir leid, ich habe jetzt was Falsches gemacht. Das tut mir sehr leid. Eigentlich die Kurve ja, sieht ja gar nicht so aus, dass so sieht die Abhängigkeit von G von T, dass es runterfällt bei dem Speichermodul und Verlustmodul ist die Abhängigkeit von der Frequenz ganz anders als hier dargestellt. Das heißt, jetzt habe ich eigentlich das illustriert mit dem G von T. Und G von T ist G von T durch Tau von T. Alles andere geht dann weiter, dann ist es auch G von T und hier Logarithmus der Zeit. Also ich bitte jetzt durch Verwirrung, aber das ist jetzt genau umgekehrt, nicht von der Frequenz, sondern von der Zeit. Aber bei der Frequenz gilt dasselbe, nur sind die alle Verschiebungen bei Temperatur in die entgegengesetzte Richtung. So, egal ob man G von T oder Verlustmodul und Speichermodul als Funktion der Frequenz betrachtet, kriegt man am Ende eine einzige Kurve oder bei Komplexmodul zwei Kurven für den reellen Teil und für den imaginären Teil als Funktion von Logarithmus der Zeit oder Logarithmus der Frequenz, die durch die Verschiebung entlang der Logarithmusachse auch für beliebige andere Temperaturen, die man gemessen hat, gelten. Das ist der industrielle Standard. Das Masterkurvenverfahren wird in allen Bereichen, wo man solche Rheologie betrachtet, angewendet, um die rheologischen Eigenschaften von Elastomeren oder von viskosen Flüssigkeiten zu charakterisieren. Sei jetzt noch ein anderer Aspekt der Handhabung dieser aller Elastomer-Sachen sind rheologische Modelle. Zunächst mal möchte ich illustrieren diese abstrakten Größen mit ein paar Beispielen. Beispiel Nummer 1. Wir nehmen einen elastischen Körper, reiner Hooke'scher Körper. Sigma ist G mal Epsilon. Unmittelbar, sofort. Das ist so echte Elastizität ohne Viskosität. Was ist der komplexe Schubmodul hier? Ja, der komplexe Schubmodul, und zwar frequenzunabhängig, ist einfach G. G' ist gleich G, G2' ist 0. Deswegen, es gibt potenzielle Energie, die Energie wird gespeichert und wieder freigelassen, aber keine wird dissipiert. Nehmen wir eine Flüssigkeit, flüssige Schicht. Legen wir Spannung und gucken auf die Deformation. In diesem Fall gibt es Fließgeschwindigkeit, vorausgesetzt, dass wir die Trägheit vernachlässigen und eine schleichende Strömung betrachten. Dann haben wir Sigma gleich Eta mal Epsilon Punkt. Das ist, wenn dieser lineare Zusammenhang gilt, dann heißt das newtonische Flüssigkeit und Eta ist dynamische Viskosität.
Nehmen wir, so wie wir bei der Definition der komplexen Submodule vorgehen, Epsilon gleich Epsilon 0 E hoch I Omega T. Dann ist Epsilon Punkt gleich Epsilon 0 I Omega E hoch I Omega T. Wenn wir das hier einsetzen, haben wir Sigma gleich Eta Epsilon 0 oder I Omega Eta Epsilon 0 E hoch I Omega T. Epsilon 0 E hoch I Omega T, das ist Epsilon. Das heißt, Sigma ist gleich Epsilon, multipliziert mit diesem Koeffizienten und der Koeffizient dazwischen, das ist der komplexe frequenzabhängige Submodul. Der hat nur Imaginärteil und keinen reellen Teil. Das heißt, in diesem Fall ist G' gleich 0 und G2' ist gleich I Omega Eta. Aus dieser Sicht sind feste, elastische Körper und Flüssigkeit. Alles in einem. Die sind alle elastische Körper. Nur in einem Grenzfall gibt es nur Speichermodul. Im anderen Grenzfall gibt es nur dissipativen Verlustmodul. Und im Allgemeinen bei Elastomer gibt es beides. Die bewegen sich zwischen den festen Körpern und den Flüssigkeiten. Ja, wie beschreibt man andere Körper? Ja, statt dieser Schichten oder Körper, die man schert, benutzt man sehr oft symbolische Bezeichnungen. Zum Beispiel elastischen Körper kann man als eine Feder betrachten. Natürlich, bei einer Feder gibt es Kraft und Verschiebung, aber man kann einfach die Verschiebung auf die Länge, entsprechende Länge beziehen, dann hat man Deformation. Und die Kraft kann man auf entsprechende Fläche beziehen, dann hat man Spannung. Das heißt, man kann einfach dieses Element so bezeichnen. Und man kann sozusagen die Verschiebung als Epsilon bezeichnen und die Spannung, die dabei entsteht, ja als die Kraft sozusagen, bezogen auf entsprechende Fläche, als Sigma. Und die Steifigkeit ist dann G. Also normalerweise ist hier F, Delta X und Steifigkeit, aber wir beziehen alles auf Einheitsvolumen und dann haben wir G, Sigma und Epsilon. Wir denken gleich in diesen kontinuumsmechanischen Modellen, deswegen benutzen wir gleich Schubmodul anstelle der Steifigkeit. Ein Dämpfer, also die flüssige Schicht, die wirkt als Dämpfer. Das ist, da ist die Kraft proportional zu der Geschwindigkeit. Ja, in diesem Fall, das ist jetzt, bei Dämpfer gibt es Dämpfungskonstante, nur B zum Beispiel, hier ist Delta X Punkt und F und übersetzt auf, bezogen auf Einheitsvolumen, ist das Eta, Sigma und Epsilon Punkt. Und aus diesen zwei rheologischen Elementen, der Feder und dem Dämpfer, kann man beliebig komplizierte andere Elemente zusammenfassen. Zum Beispiel, man kann Feder und Flüssigkeit, elastischen Körper und Flüssigkeit parallel zueinander schalten. G und I Omega Eta, das sind ihre komplexe Steifigkeiten. In diesem Fall haben wir den sogenannten Kelvin-Körper. Kelvin. Kann man das realisieren? Ja, man muss sich vorstellen, dass es ein Schaum ist, gefüllt mit Flüssigkeit. Oder diese elastomere Systeme, die machen ungefähr dasselbe. Wenn man Schaum hat, gefüllt mit Flüssigkeit,
dann hat er Elastizität, wenn man drückt, dann wird es ein Gleichgewicht geben, aber die Flüssigkeit muss dann in den Poren fließen, deswegen gibt es auch Dissipation. Es ist ein System, welches gleichzeitig Elastizität und Viskosität parallel geschaltet hat. Was ist jetzt der komplexe Schubmodul von diesem Element? Wie bei Parallelschaltung von Federn, Summe von beiden. G plus I Omega Eta. Das heißt, der Speichermodul ist einfach der Modul der Feder und der Imaginärmodul ergibt sich aus der Flüssigkeit als I Omega Eta. Man kann es auch anders machen, zum Beispiel nacheinander schalten. Ja, in diesem Fall summieren sich die Umkehrgrößen, die Nachgiebigkeiten. Das heißt, 1 durch G ist gleich 1 durch G gedacht. Das ist G, das ist I. Omega Eta ist gleich 1 durch G plus 1 durch I Omega Eta oder G dach ist gleich G I Omega Eta durch G plus I Omega Eta. Dies ist ein elastischer Körper mit Viskosität. Dies ist eine Flüssigkeit. Wenn wir hier Kraft anlegen, dann zieht es sich bis unendlich. Aber Flüssigkeit mit Elastizität. Das ist Kelvin-Körper. Das heißt Maxwell-Körper, weil Maxwell das für Beschreibung von sehr viskosen, für Flüssigkeit mit sehr großer Viskosität eingeführt hat. Und diese beiden passen nicht sehr gut zur Beschreibung von realen elastomeren Materialien. Bei realen elastomeren Materialien muss man mindestens warum kann man nicht? Weil das Flüssigkeit ist und das ist ein Körper, bei dem der momentane Modul ist unendlich hoch. Weil Dämpfer, wenn man unendlich schnell deformiert, ist einfach, ergibt unendlich große Spannung. Damit man endlich große Spannung hat und dann aber auch nicht vollständig auseinanderfließt, muss man mindestens die folgende Konstruktion haben. Eine Feder und ein Maxwell-Element. Und jetzt kann man überlegen, welche Eigenschaften müssen diese Größen haben, diese elastische Federn haben, damit man an die Eigenschaften eines realen Elastomers nahe kommt. Bei realem Elastomer muss man bei sehr schneller Deformation große Steifigkeit haben. Bei sehr schneller Deformation kann man dieses Element, dieses Dämpfer, als unendlich steif betrachten. Das heißt, es ist G1 plus G2. Und wenn man sehr langsam zieht oder einfach statische Kraft anlegt, dann kann man hier einfach als, dann ist die Kraft hier 0 und dann ist nur G1. Das heißt, G2 plus G1 durch G1 muss eine große Zahl sein. Oder einfach G2 viel größer als G1. Viel größer. 10.000, 100.000 mal größer. Ja, jetzt, ich möchte kurz die Eigenschaften dieses Modells, welches als Standardmodell bekannt ist, diskutieren, das nimmt überhaupt nicht viel Zeit. So nehmen wir an, also zunächst mal, was ist jetzt der G-Modul davon? Ja? Das ist parallel geschaltete Feder und Maxwell-Element. Das heißt, das ist G1 plus G2i Omega Eta
durch G2 plus I Omega Eta, das kann ich jetzt so schreiben, G1, G2 plus G1 I Omega Eta plus G2 I Omega Eta. Wir haben gesagt, G2 ist viel größer als G1, deswegen das kann ich vernachlässigen. G2 und G2, G2 kann ich rausholen. Dann ist es hier G2, G1 plus I Omega Eta durch G2 plus I Omega Eta. Es ist nicht wirklich wichtig, diese Kleinigkeiten zu machen, aber jetzt ist es einfacher, noch einfacher als sonst, das alles zu überlegen. Nehmen wir an, wir beanspruchen dieses Material mit einer sehr großen Frequenz. Was heißt sehr groß? Was heißt überhaupt groß und klein? Es muss groß und klein verglichen mit irgendwas. Es muss wohl diese frequenzabhängige Term größer sein als irgendwas, womit es summiert wird. Aber hier gibt es zwei. Das heißt, sehr große Frequenz bedeutet, dass I Omega Eta größer als G1 ist, aber auch größer als G2. Und weil G2 viel größer als G1 ist, deswegen, wenn I Omega Eta viel größer als G2 ist, dann ist sie automatisch natürlich viel größer als G1. In diesem Fall kann man, bleibt nur I Omega Eta. Und I Omega Eta, die kürzen sich und das ist G2. In diesem Fall haben wir G gleich G2. Steife Reaktion, großer Schubmodul. Wenn wir eine sehr kleine Frequenz haben, aber wirklich sehr kleine, was heißt sehr kleine? Das heißt, I Omega Eta kleiner als G2 und kleiner als G1. Wenn sie kleiner als G1 ist, dann ist sie natürlich automatisch viel kleiner als G2. I Omega Eta viel kleiner als G1. Dann ist es auch ganz einfach. Dann kann man I Omega Eta vernachlässigen. Dann kürzt sich G2 und das ist G1. Dann ist G gleich G1. Also wenn wir sehr langsam statisch belasten, dann haben wir den kleinen Modul. Das ist unser bekannter Gummi. Und wenn I Omega Eta zwischen G1 und G2 liegt, und das ist kein kleines Intervall, G1 und G2 unterscheiden sich um 10 bis 100.000 Mal, es gibt großes Intervall von Frequenzen, wo I Omega Eta größer ist als G1, aber kleiner als G2. Wenn I Omega Eta größer als G1 ist, dann kann man G1 vernachlässigen. Und wenn sie kleiner als G2 ist, dann kann man sie hier vernachlässigen. Das heißt, G2 kürzt sich und wir haben G gleich I Omega Eta. Das heißt, dieses Material verhält sich als fester Körper mit sehr steifer, mit sehr großen, bei sehr hohen Frequenzen, als fester Körper mit sehr kleinen Elastizitätsmodulen bei sehr kleinen Frequenzen und als Flüssigkeit dazwischen. Dazwischen, in dem großen Bereich, ist es eine Flüssigkeit und die rheologischen Anwendungen, die liegen in diesem Zwischenbereich. Das heißt eigentlich im bestimmten Bereich so eine komische Flüssigkeit, die aber nicht auseinanderfällt, weil es gibt noch diese zwei Grenzfälle, wo sie elastische Eigenschaften zeigen. So, die Anwendung dieser Euler-Rheologie-Eigenschaften an die Reibungseigenschaften, wie die Reibungseigenschaften bestimmen, das ist der Gegenstand einer separaten Vorlesung, weil heute kann man das nicht mehr reinbringen. Die nächste Vorlesung ist der Reibung von Gummimaterialien gewidmet. Für heute danke und schönen Tag.